366 Bärengeschichten von Maren Jansen. 11. Juni. Auf einem Ball laufen. Ich soll mich auf den Ball stellen? Fragt Brumm. Der bleibt doch nicht still liegen, wenn ich mich darauf stelle. Bose brüllt ungeduldig. Darum doch gerade, Dummkopf. Ball dich! Brumm versucht auf den Ball zu klettern, aber der rollt ihm weg. Er versucht es nochmal und nochmal, aber es gelingt ihm nicht. Bozo regt sich inzwischen schrecklich auf. Dummer Bär, das ist doch wirklich nicht schwer, ruft er ärgerlich. Irrwitz kann nicht länger an sich halten und ruft böse. Wenn du so genau weißt, wie es geht, dann mach's doch mal vor! Bozo geht auf den Ball zu und versucht, sich darauf zu stellen. Aber der Ball rollt weg und Bozo fällt herunter. Da siehst du mal, es ist gar nicht so einfach, sagt Brumm. 12. Juni. Bravo! Bozo ist jetzt etwas netter zu Brumm. Nach einer Weile ist Brumm nicht mehr so nervös und schafft es endlich, auf den Ball zu klettern. Er hat noch Mühe, das Gleichgewicht zu halten, aber es gelingt ihm sogar, den Ball ein Stückchen vorwärts zu rollen, während er auf ihm steht. Oli Mamoli, der aus der Ferne zuschaut, ruft Bravo! Und klatscht in die Hände. Irrwitz schaut seinen Freund voller Stolz an. Auch Karl ist froh, dass es gut geht. Denn, so meint er, sonst kann ich meinen Käse an den Wind schreiben. 13. Juni. Ein besonderes Gefährt. Und jetzt etwas ganz Besonderes, ruft Oli Mamuli. Ich habe für den Bärenartisten ein spezielles Gefährt anfertigen lassen. Kommt mit in die Manege! Als sie im Zirkuszelt in der Manege stehen, wird ein kleines Auto hereingeschoben. Brumm schaut das Mini-Auto erstaunt an und ruft, aber da passe ich nie hinein. Doch, bestimmt, Herr Brumm, sagt Oli Mamoli. Sonst muss er eben eine Diät machen, findet Bozo. Brumm schaut Bozo ärgerlich an. Ich bin nicht dick, sagt er mürrisch und zwängt sich in das Mini-Auto. Aus Versehen berührt er mit der Pfote das Gaspedal. Das kleine Auto schießt nach vorn und fährt auf zwei Rädern in die Kurve. 14. Juni. Doch noch Fahrstunden? Oje, oje, denkt Irrwitz. Aber Brumm kommt gerade auf den Geschmack. Er rast in hohem Tempo durch die Manege. Alle stieben zur Seite. Juhu, ruft Brumm heiter. Das fährt schön schnell, seht ihr? Er tritt das Gaspedal noch fester durch, aber da beginnt der Motor zu stottern und das Mini-Auto hält an. Brumm schaut enttäuscht aufs Lenkrad, als Irrwitz sich auf seine Schulter setzt. Es fährt nicht mehr, mault Brumm. Das ist mir auch schon aufgefallen, sagt Irrwitz. Vielleicht solltest du zuerst einmal Fahrstunden nehmen. 15. Juni. Limonade aufs Gelingen. Das ist nichts weiter, ruft Oli Mamoli. Ich glaube, dass das Benzin ausgegangen ist. Aber das wird bestimmt ein großartiger Auftritt heute Abend. Ein sehr spektakulärer Auftritt, kann man wohl sagen. Aber kommt, trinken wir zuerst auf das gute Gelingen. Alle gehen zum Wohnwagen von Oli Mamoli, wo jeder ein Glas Limonade bekommt. Brumm strahlt vor Stolz und genießt alle Komplimente. Sogar auf Bozos Gesicht sieht man ein Lächeln, während er sich seine Limonade schmecken lässt. Und Karl, der Limonade nicht mag, erzählt laut krächzend von Brumms Heldentaten.